Moin, moin und willkommen zurück bei Stellaris. Wir sind im ersten Krieg und versuchen, so ein paar Pazifistenvögel aus unserer Nachbarschaft davon zu überzeugen, dass sie ihren Planeten lieber uns geben sollten, weil wir damit viel verantwortungsbewusster umgehen. Und jetzt schauen wir mal, ob die das auch so sehen. Was ich gerade versuche, ist quasi sie zu provozieren, dass sie mit ihren Schiffen, die sie hier an ihrem Planeten stehen haben, das war das Wort, was ich gesucht habe, zu provozieren, sich davon zu lösen und uns anzugreifen. Verdammt, 307, jetzt sind sie stärker als wir, ne? Der baut fröhlich Schiffe, der baut wirklich fröhlich Schiffe. Und ich habe da so eine Raumstation. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich hoffe, meine Verstärkung kommt schnell genug. Denn ich wäre jetzt im Moment wahrscheinlich unterlegen. Situation verloren. Updated. Leicht angeschossen. Eine lobenswerte Initiative. Erkundung nach Bewohnern. Ja. Situation Log updated. Gerne machen. Alles klar. Wir sind natürlich keine Feiglinge, auch wenn wir schwächer sind. Wir gucken, dass wir jetzt unsere Verstärkung hoffentlich gleich bekommen. Da sind sie. Seid ihr schon am Warpen? Ja, sind sie. Sehr cool. So, ich versuche jetzt ein bisschen das zu verzögern noch. Damit wir eventuell noch Verstärkung reinbekommen. Hostile Fleet engaged. Dann halt nicht. Krieg. So, und wir ziehen jetzt aber sofort die Second Murder mit dazu. Damit wir hoffentlich eine Überlegenheit schaffen können. Das sind die Punkte, die uns im Moment fehlen. Okay, wir haben scheinbar stärkere Schiffe oder sowas. Wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen besser angestellt. Okay, Attacke. Und Attacke. So, wir können ihm jetzt hoffentlich in die Flanke fallen mit unseren zusätzlichen Schiffen und die sind ja auch schon ein bisschen aufgewertet. Ah, wir verlieren jetzt aber auch ganz gut Schiffe, ne? Research complete. Wir verlieren hier ganz gut Schiffe und wir brauchen jetzt schnell unsere Verstärkung, damit das nicht in einem Fiasko endet. Aber wenn wir das hier hinbekommen, wenn wir das hier wirklich hinbekommen, dann haben wir ganz schön was geschafft. Oh, aber wir werden jetzt ganz schön abgeschlachtet. Da. Ah, das braucht alles noch, ne? Wir haben erst so gammelige Antriebe, leider. Ah, los. Aber wir haben irgendwas gelernt. Stärkere Raketen oder stärkere Panzerung? Schnellere Triebwerke wären natürlich auch nicht schlecht, ne? Kommt, wir haben schon angefangen damit. So, ich hoffe. Nicht, dass wir uns hier komplett verkalkuliert haben. Ah, das wird schwierig. Kommt, da ist noch ein Schiff dazwischen. Jawohl, eins weg. Das wird hart. Hostile Fleet engaged. Situation Log. Der Anführer gestorben. Nein! Los, auf sie mit Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. So, wir haben ein bisschen Schilde jetzt erstmal. Das hält uns hoffentlich ein bisschen ihr Feuer vom Hals. Die Schiffe sind auch schon angeschlagen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es hat uns zumindest unseren Admiral gekostet. Sehr gut, ich glaube, wir können unsere Überlegenheit hier durchdrücken. Ah, wir werden aber wahrscheinlich auch ein Schiff verlieren. Ja. Aber ich glaube, wir haben ihn. Wir haben seine Schiffe unter Kontrolle. Sehr gut. Situation Log updated. Sehr gut. So, die sollten wir jetzt mal direkt vereinen zu einer neuen Flotte. Wir brauchen unbedingt mehr Schiffe, denn wir haben so ziemlich alles rausgeblutet, was wir hatten. In diesem Kampf. Sehr, sehr gut. So, und unser Forschungsschiff erforscht schon wieder irgendwelche komischen Sachen. Danach kann es aber hier das System erforschen.
denn wir müssen mit den Jungs hier ein bisschen was klären. -2%, ja, wahrscheinlich, weil wir unseren Anführer verloren haben. So. Also im Moment brauchen wir das da noch nicht angreifen. Lief nicht ganz ideal, aber es lief auf jeden Fall auch nicht wirklich schlecht, denn wir haben Unterhaltskosten. Ja, Unterhaltskosten senken, finde ich gut. Für die Schiffe. Und das ist dann die neue First Murderer. Okay, also wir haben ihn auf jeden Fall schon mal die Flotte zerlegt. Jetzt müssen wir mal gucken, was das eigentlich insgesamt so bedeutet, wenn wir hier noch ein bisschen rumstummern. Ich gucke mal, ob er noch so Nebensysteme hat. Im Moment hat er ja keine Schiffe, keine wirklichen. Das heißt, der wird auch erstmal beschäftigt sein, sich wieder zu erholen davon. Und wir können die Zeit nutzen, um Schiffe nachzuproduzieren, was ja auch schon läuft. So. Oh, er hat nachproduziert, ne? First Seller irgendwas. Okay, hier hat er nix, wie es aussieht. Hat er tatsächlich nix. Und kommen wir darüber geworbt. Ja. Ich kontrolliere nur einmal die umliegenden Systeme, dass der sich nicht irgendwo versteckt. Das ist auch noch im Einflussbereich. Nicht, dass der sich irgendwo versteckt. Und so tut, als ob er keine weiteren Systeme mehr hätte, weil der nächste Posten, den wir angreifen müssen, ist alles ruhig. Ist auf jeden Fall sein Hauptraumflughafen. So, wir ziehen schon mal die zwei Schiffe nach. Sehr gut. So, das wird jetzt schnell wieder aufgebaut. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns nicht zu tief in diesem Krieg verstricken, denn wir wollen ja auch noch uns ein bisschen ausbreiten. Und wir haben nachher auch noch die Typen hier am Hals. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch relativ spannend. Ah, sehr schön. Die sind auf jeden Fall mal Rivalen zu den anderen Typen da. Sie versuchen uns ein bisschen zu gefallen. Ah, das ist gut. Das ist gut. Mir eigentlich zum Reparieren schicken, mal kurz, ne? Aber ich habe nur einen Raumhafen, das ist auch dem. Ich brauche unbedingt hier unten bald mal einen Raumhafen. Ich muss das jetzt mal. Das bauen die schon Botschaften bei uns auf, ne? Es wird Zeit, dass wir hier unten mal sowas wie einen Raumhafen irgendwann bauen. Wie wächst denn der Planet noch so? Alles gut? Alles gut. So. System Survey complete. Müssen wir ein bisschen. Was kostet uns der Raumhafen? 360. Das ist ja im Moment eigentlich nicht wert, ne? Okay, die Flotte ist hier. Das heißt, wir können eigentlich gemeinsam rüberspringen und uns hier drüben dann treffen. First Murder und Second Murder. Und mein Forschungsschiff kann auch direkt hierher kommen. Dann können wir nämlich unter Geleitschutz die Kampfspuren da oben evaluieren. Und ich hoffe mal, dass der sich noch nicht wieder zu groß aufgebaut hat. Weil eigentlich dürfte der gar nicht viele Ressourcen haben, die er akquirieren kann, weil ich habe ihm alles weggeschossen, was irgendwie in seinem Einflussbereich lag. Ja, da ist ein Schiff, das ist okay. Ein Schiff, da kann er nicht viel mit anstellen. Wir können es halt nur nicht da so gut angreifen, weil da halt diese Station dazwischen liegt. Das, vereinigen bitte. Das war eigentlich die First Murder. Wir können es da nur nicht so gut angreifen. Da ist es halt echt gefährlich. Da müssen wir erst ein bisschen Ressourcen noch sammeln. Ach. Wenn diese Raumhäfen nicht so viel Militärwert hätten, ne? Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, wir schirmen jetzt mal hier drüben die Stelle ab. Gut, aber er kann nichts tun. Er ist quasi handlungsunfähig und eingesperrt in seiner eigenen kleinen Welt. Construction, sodass wir jetzt hier schalten und walten können, wie wir wollen.
Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir halt keine Verluste mehr fahren gegen diese Dings, weil sonst die Kriegswertung halt für uns nicht gut läuft. Hä? Scheiß. Wir werden uns nicht irgendwelchen Punkten von ihm unterwerfen. Soweit käme es noch. Projekt erforschen. Los geht's. So. Wir nehmen die jetzt hier als kleine Blockadeflotte. Research complete. Und ich bin gerade echt noch versucht. Na, willst du? Ihm hier eine Kampfstation hinzubauen, ne? Mal gucken, die können wir vom Design her auch anpassen. Verteidigungsplattform. Viele, viele Raketen. Finde ich eigentlich ganz gut. Oh, nächste Research. Oh, wir haben jetzt auch einfache Gefechtsrollen. Fusionsenergie, das wird Zeit. So, was ist los? Arbeitslosigkeit. Kümmern wir uns gleich drum. Wir müssen einen Krieg führen, einen Kapitalen. So, wir machen jetzt hier nämlich Punktverteidigungsplattformen drauf. Zwei Stück und dann viele, viele Raketen. Was ist das hier? Annäherungsminenverteidigungsplattform. Verteidigungsplattform. Schilddämpfer. Oh, eine Nanobot-Wolke-Verteidigungsplattform. Oh ja. So, und dann brauchen wir hier unten Reflektorschilde. So, und Strom. Ne, halt, warte mal. Einen großen Dings, einen mittleren Dings, einen kleinen Dings. Und dann können wir hoffentlich große und kleine Schilde noch mit reinnehmen. Läuft. Der kann wahrscheinlich sogar weg. Ja. Ah, plus minus null. Speichern. Ja. So, und jetzt wäre nämlich mein Versuch zu sagen, wir setzen ihm hier einfach richtig stumpf eine Verteidigungsplattform vor die Nase. Soll hier noch nicht zu nah rankommen? Irgendwie so hier. Ja. So, jetzt beschäftigen wir ihn einfach erstmal damit. Wenn er uns das madig machen will, muss er hoffentlich von der Station weg. Jetzt muss ich ein bisschen probieren. Ich hoffe, ich verzocke mich jetzt nicht und mache mir meine Konstruktionsschiffe kaputt. Aber auf jeden Fall wäre das mal ein Versuch wert. Und wir bauen weiter Korvetten. Weil wenn ich die Verteidigungsplattform hier hinbekomme, dann habe ich eine gute Ausgangsbasis, um mich hier reparieren zu können, auch mit der Nanobot-Wolke. Und dann haben wir hoffentlich alles, was wir so brauchen, um ihn hier aus seinem Planeten zu kratzen. Weil ich kann dann einfach hier die Plattform angreifen, mich gegebenenfalls zurückziehen an meine Plattform, um zu reparieren und dann wieder nach vorne und so weiter und so fort, sodass ich quasi hoffentlich überlegen bin. So, Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Ich hatte sowas befürchtet, ne? Komm mal her. Na, könnt ihr euch nicht zurückziehen? Das ist nicht gut. Das ist echt zu nah dran. Viel zu nah dran. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir uns zurückziehen können. Oh, das war ärgerlich. Das war richtig ärgerlich. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Da war ich ein bisschen zu überenthusiastisch mit meinem Konstruktionswunsch. Oder mit meinem Konstruktionswunsch. Ich hoffe, dass meine Verstärkung schnell ankommt. So. Bauen die mal hier ein bisschen weiter draußen gleich auf. First Murder, bitte wieder nachrücken. So. Wir bauen hier eine Militärstation. Zack. So. Jetzt aber. Wir dürfen nicht ganz so nah ran. Wir dürfen nicht ganz so nah ran. Debris analyzed. Sehr gut. Das gibt ja alles Bonuspunkte für die Forschung. So, du solltest mal bitte Oakwin upgraden. Ein Physiklabor. Macht das Sinn? Macht es nicht. Jetzt zumindest nicht. Wir bauen hier unten ein weiteres Forschungslabor. Schneller vorwärts zu kommen. Hast du da? Warum fliegt es nicht? Construction complete. So. Ihr seid wieder hier.
Sehr schön. Bitte hier einmal einordnen. So, wir müssen jetzt natürlich irgendwie 413 Kampfpunkte in den Griff bekommen, sage ich mal. Das ist natürlich nicht ganz einfach, so einen Planeten jetzt einzunehmen. Ich hoffe inständig, dass wir uns das irgendwie hinbiegen können. Ich drehe mal ein bisschen die Zeit hoch, dass unsere Flotten hier ankommen. So, zack und zack. Ihr werdet vereint. Jawohl. Construction complete. Debris und ihr werdet analyzed. Auch geheilt. Sehr gut. Sehr gut. So. Du musst weiter analysieren. Also das gibt uns ja immer schön Fortschritte in der Technologie. Und wir können auch mal gucken, dass wir auch unsere Korvetten nochmal verbessern. Wir sind hier mit einem Gegner unterwegs, der Raketen benutzt. Das heißt, die Überlegung wäre, dass wir uns an die nicht... Nee. Zurück. Wir wollen eine neue Korvettenklasse eigentlich bauen. Die hier ist okay. Und wir wollen ein neues Design. Wir wollen eine Verteidigungskorvette nehmen, die sich quasi wirklich darauf konzentriert, Raketen abzufangen und nur ein bisschen Schaden macht. Und die würden wir dann quasi auch so ausstatten, dass die eher darauf ausgelegt ist, defensiv zu agieren. So. Zack. Das lässt sich noch nicht ändern. Nee. Hier nennen wir den Defender. Und davon bauen wir uns jetzt mal ein paar. Construction complete. Und mixen die mit in die Flotte rein, weil ich habe die Hoffnung, dass wir gegen den raketengetriebenen Gegner dann die Chance haben, einfach über das Abfangen der Raketen. So, zwei Defender-Klassen. Wo seid ihr unterwegs? Ihr seid woanders noch. Okay, dann her hier mit euch. Ihr seid ein Helbernjul. Okay. Das ist gut, denn ihr sollt Debris analyzed. Mit denen vereint werden. So, also das ist mein Plan. Eigentlich die Raketen einfach zu relativieren. Ich hoffe, dass der funktioniert. Also hier haben wir eine relativ gute Schutzzone jetzt. Und können ihm auf jeden Fall schon mal sein System relativ streitig machen. Und wenn wir jetzt mit diesen Abfangkorvetten seine Raketen relativiert bekommen, dann sehe ich gute Chancen, dass wir, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, diese Station runter zu grinden, weil wir brauchen halt einfach einen Moment lang oder zwei. Aber wir können das dann auf jeden Fall schaffen. Und ich hoffe, dass das so funktioniert mit der Punktverteidigung, wie ich mir das ausgedacht habe. Wenn ja, wäre es eine geniale taktische Überlegenheit, die wir hier provozieren können. Wenn nein, verlieren wir schon wieder. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. So. Jetzt warten wir mal, bis der Kram fertig gebaut ist. So, wir haben da hinten zwei Fregatten am Bauen. Hier wird eh noch repariert. Also unsere Flotte regeneriert auch gerade. Construction complete. Schiffe, die Debris analyzed. So, die Second Murder hier auch noch mit hin. Und da ist auch nochmal die Verstärkung von dem. So, das ist du und du. Ihr sollt eins werden. Gut, dann haben wir viele Schiffe. Einen guten Kampfwert. Und hoffentlich genug Defense, um in Zukunft mithalten zu können. Oder gegen diese Stationen durchhalten zu können. So, jetzt drehen wir einmal die Geschwindigkeit hoch, dass das hier auch alles schnell fertig wird. Achso, wir können natürlich unser Forschungsschiff in der Zeit irgendwas Sinnvolles machen lassen. Was wäre denn, wenn, geliebtes Forschungsschiff, du vielleicht so lange mal seine Systeme schon mal erkundigst? Erkundigst. Ich nix viel Deutsch. Drei Schiffe schon wieder. Der baut echt fleißig, ne? Eigentlich kann der gar nicht so viel Kohle verdienen. Na gut, wir haben schon neun wieder mittlerweile. Von daher brauchen wir uns vielleicht nicht beschweren.
Okay, da hinten kommen unsere Schiffe angeeiert. Es hat jetzt einen Moment gedauert, bis sie an den Rand gekommen sind. So, was ist denn hier die bewohnbare Welt? Ist eine... Ist das eine tropische? Ja, tatsächlich. Das könnte sich echt lohnen hier in Zania, ne? Aber Schnick hätte sich auch gelohnt. Verdammte Axt. Hätte, Fahrradkette. So. Also. Wir machen also in der nächsten Folge einen neuen Anlauf mit unserer Defender-Technologie, also dem neuesten Schätzchen in der imperialen Flotte. Einen neuen Anlauf auf die Verteidigungsplattform. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.